The Exterminator Man is back. Robert Kinty schlägt wieder zu. Du brauchst was Kniefestes. Und du und Bart, du stinkst. Hast den Test bestanden, bist top wie eh und je. Hast du wirklich gedacht, dass ein Exterminator einrostet? Ich habe für dich einen Bombenjob. Es geht um 200 Millionen in Goldbarren. Sag mal, wen kopierst du eigentlich? Sean Connery oder Roger Moore? Keinen von beiden. Ich habe doch viel mehr Haare als die. Entschuldigung, dazu ist jetzt keine Zeit. Jack, unser altes Team ist dann fast komplett wunderbar. Ihr könnt loslegen. Er hetzt schon wieder. Weiß das FBI genau, wo die Maschine liegt? Nein. Nur ein Mann kann sie finden. Robert Kinty. Mission Firegame. Das ist heiße Spannung, die explodiert. Meine Düsenprinzessin ist umweltfreundlich, arbeitet mit Solarzellen und ist mit Raketen ausgerüstet. Ladies und Gentlemen, das erste fliegende Motorrad extra für mich und die Mission Firegame entwickelt. Mission Firegame. John und seine raketenspuckende Prinzessin sind unschlagbar. An ihnen hat der Gegner keine Freude. Nicht nur in der Luft, auch unter Wasser tobt ein erbarmungsloser Kampf. Mission Firegame. Hier gibt es die ganz große Keile. Wenn John einen Auftrag übernimmt, stimmt die Kasse. Mr. 10% macht nichts umsonst. Umsonst ist nur der Tod. Und der begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Bei 200 Millionen ist jeder Trick erlaubt. Da wird auch mal ein Schiff in die Luft gepustet. Also Raketenpüppi, es wird ernst. Hoffentlich bricht er sich dabei nicht den Hals. Der Super-Action-Thriller der Saison. Ein Kinospaß für Leute, die schwindelfrei sind. Ein Film, der sie in Atem hält. Also los, Jungs, beeilt euch! Wollen wir den Rudern mal kräftig einreizen? Hubschrauber bleiben! Ein Hinterhalt! Vorsicht, John! Mission Firegame. Wenn John zulangt, macht der Teufel Überstunden.